Welcome to Poker Market, making poker more efficient. Hallo, Philipp hier, auch bekannt als Erotic Jesus. Heute mit einem Live-Video, NL200 auf 888 Snap. Ich möchte es nur im Voraus sagen, das war eigentlich ein Video, was geplant war für die Zoom Voyage-Serie als Package. Also ich wollte die ersten 8 Teile in ein Paket schnüren und das dann rausbringen. Hat sich als, ja, ich sag mal, unproduktiv erwiesen, deswegen werde ich dieses Package nicht rausbringen. Dieses Video habe ich nun hier trotzdem gemacht und deswegen nicht wundern, wenn es jetzt losgeht mit Hallo Erotic Jesus und so weiter und das ist das On-Top-Video für Zoom Voyage und so weiter und so fort. Bitte nicht wundern, das ist einfach so. Und für alle diejenigen, die die Teile 1 bis 8 gekauft haben, die können mir das gerne schreiben per PN. Da möchte ich dann bloß bitte einen Screenshot von den Bestellungen haben. Und dann erhaltet ihr dieses Video hier natürlich gratis. Dort lasse ich mir einen Redeem-Code geben und dann könnt ihr viel Spaß mit dem Video haben. Ja, und für alle anderen, die es gekauft haben, natürlich viel Spaß mit dem Video. Hallo, Philipp hier, auch bekannt als Erotic Jesus, mit dem On-Top-Video für die Zoom-Voyage-Serie. Und zwar wird heute kein Zoom gespielt, sondern Snap als ja, alternative Form von Zoom auf 888. Ja, ist halt ein On-Top-Video, also das biete ich einfach so an, kann man gucken, kann man nicht gucken, für alle Leute, die jetzt die gesamte Serie gekauft haben, beziehungsweise dieses Paket kaufen. Und ich lege einfach mal los, kein großes Thema, rede so ein bisschen über meine Gedanken, spiele so wie ich immer NL200 spiele. Und vielleicht wird man so ein bisschen erkennen, dass ich das Limit jetzt nicht viel anders spiele als ja, NL25 Zoom beispielsweise. Ace-Jack, denke ich, ist gegen Min-Raise eher ein Call und ja, vor allem auch gegen seine Stack-Size kann man es ruhig callen, Post-Flop ein bisschen spielen, vielleicht macht er da ein paar Fehler. Aber ich denke, Showdown-Value ist okay, Equity ist okay, da reicht es einfach zu Check-Callen und gegen 4 Dollar Check-Call ist natürlich auch nochmal. Denke den River, wenn er da nochmal bettet, kann man die Hand vielleicht sogar einen Bluff turnen, weil ich Straights blocke, weil ich Flushes blocke, das ist ziemlich nice. Also ich glaube, das ist cool, da wird er genug folden. Und wenn er nicht foldet, dann ist es Pech. Ja, was machen wir hier? Ich denke, betten ist gut, aber ich denke, checken ist besser, check if up. Betten ist okay, weil betten mache ich dann eher mit Backdoor Flush Draws und so weiter, wo ich dann zu den Nuts nach hinten raus noch draw. Hier hätte das Board ja seine Range ganz okay. Wenn er checkt, ist cool, realisiere ich Equity, wenn er bettet, muss ich es vermacken. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Oh, hier, ja, die Software ist halt nicht die allerbeste, dann time auch mal aus, denn es ist Auto-Buy-In nicht richtig an oder sowas. Also das ist schon ein bisschen witzig, 8 teilweise, was so abgeht. Aber gut, kann man nichts machen und ich hoffe mal, dass das sich nicht so krass auswirkt. Ace Queen ist wohl Call. Und auf dem Board sollte ich Ace-Queen möglicherweise peelen, weil er noch ein paar Schwächeres bettet. Und ja, ich denke schon, dass es ein Peel ist, auch wenn er es relativ groß macht. Und ich Value-Range auch so ein bisschen blocke, ein bisschen, ja, denke ich, ist okay. Und das hier gegen zwei Mann ist eher ein Check. Kann man auch betten wegen Equity Deny, aber ich bette den Turn. Turn-Betten ist gut, jetzt Call noch 6er, 7er und so weiter. Klein reicht aus. Meine King X kann ich auch so betten, viel mehr Value bekommt man dann nicht. Gegen ihn könnte man Sinn betten, er donkt jetzt rein, das kann Ass 5 sein, das kann was auch immer sein. Hier checken, Equity realisieren ist glaube ich die beste Line. River kann man überlegen nochmal gegen Ace King zu bluffen. Das ist eine Note wert auf jeden Fall. Aber die Achter dazu callen, denke ich, kann man noch machen, auch wenn es ein Pot Donk ist, keine Ahnung. Konzentriere mich auch gerade auf den Spot auf der rechten Seite, also mit Ace off. Hier muss ich überlegen. Also Ace King blufft hier wohl nicht. Neuner hat er nicht. Queen 10 block ich. Das heißt, er kann also sowas wie. Oh, was blufft er denn da noch? Ist nicht wirklich so viel. Kann auch sein, dass er hier ein paar Hände im Bluff turnt, deswegen will ich es hier folden. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt casht er da nicht nach. Das ist, wie mache ich das hier? Add Chips. Maximum. Ich nicht genug Geld drauf, eigentlich doch schon, ne? So, mache ich mal hier auf den anderen. Sollte eigentlich klappen. Ah, das soll ich behind checken. Ah, man kann es auch betten.